Der Cottbusser Ostsee, ein ambitioniertes Projekt im Herzen der Lausitz, steht symbolisch für den Wandel einer ganzen Region. Der Ostsee wird seit April 2019 geflutet und was einst ein Braunkohletagebau war, verwandelt sich Schritt für Schritt in ein einzigartiges Natur- und Freizeitparadies. Und in der Vergangenheit gab es auch schon viele Durchbrüche. Na, ein großer Meilenstein sicherlich im Februar dieses Jahres hatten wir das erste Mal eine geschlossene Wasserdecke und haben den See in seiner Größe das erste Mal irgendwie wahrnehmen können. Nächster Punkt als Meilenstein, das ist sicherlich das Novum, dass wir jetzt im Sommer fluten konnten. Wir haben zwei Perioden gehabt, die waren zwar von relativ kurzer Dauer, aber doch machen die uns glücklich, dass wir auch im Sommer Wasser bekommen haben, weil die Spree ein relativ großes Dargebot hatte. Bis zum nächsten Meilenstein fehlt nicht mehr viel, denn der aktuelle Wasserstand des Cottbusser Ostsees beträgt 61,3 Meter Normalhöhen 0. Rund 1 Meter fehlt noch zum Zielwasserstand von 62,5 Metern Normalhöhen 0. Trotzdem gibt es gerade am Ufer noch einige Baustellen. So ist es in den Schlichower Höhen zu Abrutschungen gekommen. Deshalb laufen dort aktuell Bauarbeiten. Wir haben den Einstand in den Damm gemacht und verlagern jetzt gerade die Massen aus dem Damm in das Wasser. Wir sind dort jetzt am Einschnitt Nummer 2 tätig und werden ungefähr für die komplette Maßnahme, die sich aus zwei Phasen zusammensetzt, also einmal das Vorantreiben der Massen aus dem Damm und dann die Verdichtung dieser Massen, ungefähr 2 Jahre noch brauchen. Bis man den Ostsee in seinem vollen Umfang nutzen kann, dauert es noch ein bisschen. Der Cottbusser Ostsee ist heute nicht mehr nur ein Zukunftsprojekt, sondern ein realer Teil der Stadtentwicklung. Die Flutung des ehemaligen Braunkohletagebaus ist weit fortgeschritten und der See nimmt zunehmend Gestalt an. Erste Bereiche sind bereits mit Wasser gefüllt und die Uferlinien zeichnen sich deutlicher ab. Was uns ganz wichtig ist, an dieser Stelle zu sagen, dass man bitte den See von hinter dem Zaun betrachten sollte. Der See ist noch nicht freigegeben für Schwimmen, für Bootfahren. Alles das, was hier stattfindet, ist unter Aufsicht des Bergamtes bzw. der Baubehörden mit Genehmigung zu tun. Wir werden den See, gehe ich mal davon aus, Anfang der 2030er Jahre versuchen, aus der Bergaufsicht zu entlassen. Und dann werden wir auch die Möglichkeit haben, hier baden zu gehen. Solange bitte ich alle, den Zaun zu respektieren, die Schilder zu respektieren und hinter diesen zu bleiben. Zurzeit ist die Flutung gestoppt wegen des fehlenden Niederschlags. Bis 2025 soll der Ostsee fertig geflutet werden. Und dann wird dieses Gewässer schon bald zu den größten künstlichen Seen Deutschlands zählen. Der Cottbusser Ostsee wird mehr als nur ein See sein. Er wird ein Ort der Begegnung, des Lebens und der Erholung für die Menschen der Region und darüber hinaus.